Hallo und herzlich willkommen zu Monster Mummies, dem Videoblog der Kuschelkinderzeitung und der VRM. Ich bin Monster Mummy Nicole und ich habe zwei Jungs im Alter von 6 und 10 Jahren. Ja, seit Anfang der Woche habe ich zwei Schulkinder. Es ist schön zu sehen, wie die Kleinen immer größer und immer selbstständiger werden. Ja, mittags hört das oft leider schlagartig auf mit der Selbstständigkeit. Wenn sie nach Hause kommen, werfen sie doch gerne mal einfach den Schulranzen in die Ecke und dann liegt er da. In diesem Jahr habe ich mir deshalb überlegt, etwas Struktur in das Ranzenchaos zu bringen, nämlich mit dem ultimativen Ranzencheck. Der ist ganz einfach selbst gemacht, handgeschrieben oder auch mit dem Computer ausgedruckt, wie auch immer man möchte. Ich habe mir folgende 5 Punkte überlegt, aber auch das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Punkt 1 ist mir wichtig, dass zuerst Brotdose und die Trinkflasche ausgeräumt und in die Küche gebracht werden. Punkt 2, nachzuschauen, ob noch Müll im Ranzen ist, dass da nichts vor sich hingammelt. Punkt 3 ist, einen Blick direkt in die Postmappe zu werfen, damit da nichts Wichtiges durchrutscht. Gibt es Informationen? Muss ich irgendwas unterschreiben? Ja, Punkt 4 ist, einfach schon an morgen zu denken. Brauche ich irgendwas Spezielles, Bastelmaterial, muss ich Geld mitbringen? Das muss dann nicht am Morgen des nächsten Tages erledigt werden. Ja, aktuell muss man noch eine Maske denken. Die Kinder müssen auf dem Schulhof eine Maske tragen. Und zu guter Letzt wird der Ranzen dann einfach noch an den Platz gebracht, wo er hingehört. Ja, der Plan hängt bei uns an der Küchentür. Für jeden gut einsehbar. Mal schauen, wie es funktioniert. Wir sind ja noch in der ersten Woche, aber im Moment läuft es noch ganz gut. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, auch ein bisschen Ordnung in euer Ranzenchaos zu bringen. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Macht's gut und bis bald. Tschüss!